Oh Mann, ich glaube, das wird noch mehr cringe als die Reaktion auf mein erstes Video. Heute möchte ich nämlich auf Domtendo gewinnt als bester Let's Player und Gamer reagieren. Ihr wisst es ja wahrscheinlich, im Jahre 2019 wurde ich mit dem Digital Award der Goldenen Kamera ausgezeichnet. Die Goldene Kamera ist ein Preis für Leute aus Film und Fernsehen. Und da gibt es eben auch eine digitale Auskopplung, den Digital Award. Und ich glaube, 2019 wurde erstmalig ein Preis für Gamer vergeben. Es war ein Zuschauervoting, also ihr habt abgestimmt. Und zur Wahl standen 12 Let's Player und Gamer und tatsächlich habe ich da gewonnen. Hat mich auch gefreut, war eine Ehre, ist ein toller Preis. Die Preisverleihung war allerdings typisch deutsch, nämlich Ultimate Cringe. Und es wird Zeit, dass ich mal darauf reagiere. Vielleicht haben es ja einige von euch nicht gesehen, obwohl das Video hier über 800.000 Views hat. Mensch, hätte ich doch gleich drauf reagiert. Nein, Spaß. Es ist wirklich zu Recht ein unglaubliches Meme. Und ich reagiere jetzt exklusiv auf meinen Abschnitt. Es geht schon wild los, glaubt mir. It's a me, Mario. Ihr dachtet jetzt hoffentlich nicht, dass ich das bin. Ich hätte das niemals gemacht. Respekt an Daniele Rizzo für diesen Auftritt, aber so 80% weniger cringe wären ganz gut gewesen. Man könnte jetzt denken, ich hätte eine Wette verloren, aber nein, das war meine eigene bekloppte Idee. Bro. Aber es passt zum Thema. Wie man an meinem Face direkt sieht, dass der Cringe von unten nach oben in jede Zelle gedrungen ist. Ich wusste sofort, oh nein, nein, was kommt da auf mich zu? Bitte nicht. Alle sind am Gaming und Gaming ist der Wachstumsmarkt. Alle sind am Gaming, ob jung, ob alt, ob alle werden sie Millionäre auf Twitch und deswegen oder YouTube. Auch die Mensch. User in der Kategorie Best of Let's Plays und Gaming wählen, wer ihr Gamer und Top-Kanal des Jahres ist. Und alle großen Kanäle waren dabei. Gronkh, German Let's Play, Rocket Beans, sie alle waren dabei, aber sind ein Kanal gut. Hat sie dieses Jahr alle geschlagen. Und wer das Oha. Ist, seht ihr jetzt. Boah, ich kann mich gar nicht mehr an den Trailer erinnern, der war bestimmt auch... Guten Morgen, naja. Leute. Ich bin der Dominik, ich betreibe den YouTube-Kanal Domtendo. Digga, das ist literally einer der peinlichsten Sätze, die ich jemals gesagt habe und den nehmen sie da gleich rein. Das wusste ich wirklich nicht mehr. Ich habe den Trailer auch vorher nicht abgesegnet oder so. Das haben die gemacht, ja? Also bitte lasst mich in Ruhe, Leute. Ich kann nichts dafür. Was? Aber immerhin Donkey Kong Bezug. Das ist schon mal... Was war denn scheiße Trug? Diese vorgetäuschte gute Laune. Und erneut wurde ich von irgendetwas angesaugt. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Es war spannend und es wird noch spannender im nächsten Part. Was war das für ein Ende? Vor allem, warum rede ich da wie so ein Roboter so auf Zeitlupe? Oh mein Gott. Okay, kurze Bewertung des Trailers. Es war schon sehr peinlich. Aber vielleicht bin ich auch einfach peinlich, ich weiß es nicht. Dass sie den Donkey Kong-Bezug genommen haben, finde ich schon mal sehr schön. Also es wussten die nicht, dass ich riesiger Donkey Kong-Fan bin oder so, aber das passt auf jeden Fall. Nur die einzelnen Szenen... Leute, was sollen denn bitte schön neutrale Zuschauer denken? Die denken doch sofort, ich bin komplett behindert. Also, naja, hätte man besser machen können und halt auch aus verschiedenen Franchises nehmen können, sodass man eben auch so die Produktpalette sieht. Aber ich habe, glaube ich, noch nie einen guten YouTuber-Zusammenschnitt in irgendeiner Fernsehserie gesehen oder Sendung gesehen. Deswegen, das wird halt einfach nichts.
Oh, erst 1 Minute 30. Vor allem, kurze Fun-Fact-Story am Rande. Ich habe so extrem kurze Haare in diesem Video, weil ich literally am selben Tag noch in Berlin, wo die Preisverleihung stattfand, zum Friseur gegangen bin. Ich habe nämlich vorproduziert, natürlich mal wieder alles auf letzten Drücker, damit trotzdem Videos kommen, während ich weg bin. Und ich hatte einfach keine Zeit mehr, einen Termin zu machen und Haare zu schneiden. Dann bin ich einfach spontan in Berlin zu einem Friseur gegangen. Habe erstmal durchtelefoniert, es waren alle besetzt. Ich dachte ursprünglich so, ja, Großstadt, da wirst du schon irgendwo reinkommen, aber das Gegenteil ist der Fall. Und dann war nur noch so ein Schickimicki-Friseur verfügbar, der den vierfachen Preis verlangt oder so. War mir in dem Moment egal, lieber so, als dass ich da wie so ein Asi antonze. Und ja, war wild. Einfach 2 Stunden vorher noch Haare geschnitten. Ist ein bisschen zu kurz geworden, aber ich habe dem Typen auch keine Anweisungen gegeben, weil ich mir dachte, ja, der wird schon wissen. Aber von der Seite finde ich, sieht übelst geil aus. Sieht man jetzt aber in der Einstellung nicht. Trotzdem, ich würde das niemandem raten. Nehmt euch die Zeit für sowas und macht das nicht vor Ort auf den letzten Drücker. Gewinner heißt Domtendo mit alias Dominik Neumeier mit 1,5 Milliarden Klicks und mehr als 1 Million Abonnenten. Und Dominik, du sitzt da, bleib noch eine Sekunde sitzen. Hier wird ja kein Trottel in einem Super Mario-Kostüm dir den Preis übergeben. Das wäre ja albern. Nein, jemand, der mindestens so Nintendo- und Gamer-Fan ist wie du. Es ist nicht mein Bruder Luigi, obwohl die Größe könnte passen. Meine Damen und Herren, bitte einen fetten Applaus für Kai Pflaume. Die Ansage von ihm fand ich gut. Auch den Bezug zu Luigi und so, das war gut. Und Kai ist eh ein Ehrenmann. Ja, moin moin. Mario. Kai. Mario. Also ich muss echt sagen, ich war schon auf echt vielen Preisverleihungen, aber wirklich Kompliment. Super Stimmung hier und endlich mal eine Preisverleihung, wo man auch mit Sneakern auf der Bühne stehen kann. Das macht die Vorbereitung sehr viel einfacher. Das stimmt, das stimmt. Und ich muss an dieser Stelle auch sagen, was für ein geiles Publikum. Bei den Fanta 4 waren alle hier auf den Sesseln. War super cool. Ja, die nachfolgenden Musik-Acts freuen sich schon nach der Stimmung bei Fanta 4. Das wird super. Aber die werden das genauso rocken. Du bist also Gamer? Du spielst? Das hätte ich jetzt direkt nicht so gedacht. Ja, ich habe in der Tat auch schon gespielt, habe einiges ausprobiert. Tetris. Muss sagen, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, was so Let's-Play-Videos wirklich ausmacht. Jetzt inzwischen habe ich es. Ja, weil ich habe immer gedacht, dass man da irgendwelche Tipps kriegt und Kniffe lernt und so. Aber es ist... Hallo? Kai? Ich glaube, du musst ja einige Videos nachholen, du. Das gibt's bei mir auch. Nicht nur Cringe. Unterhaltung pur und vor allen Dingen für die Leute, die die Spiele spielen. Und das trifft aus meiner Sicht für YouTube allgemein zu. Es wird ja ganz oft gesagt, Fernsehen und YouTube, das ist ein bisschen wie Feuer und Wasser. Aber ich finde, diese Kreativität, ja, die durch YouTube entsteht, die ganzen Creator, was die so tagtäglich sich da alles überlegen. Und es gibt ja keinen, der sagt, mach es so oder mach es so. Die machen einfach, was sie für richtig halten. Und am Ende sind es die User, die entscheiden. Und das ist richtig gut. Und das wird auch dem Fernsehen helfen. Und am Ende geht es immer um guten Content. Und darf ich einmal, ich wollte das schon immer auf einer Bühne sagen, was auf YouTube läuft, und das ist keine bezahlte Partnerschaft, ist echt geiler Scheiß. Ja? Danke sehr. Ich wollte schon immer mal machen. Das stimmt. Aber jetzt... Ja gut, mittlerweile hat er ja auch einen eigenen sehr erfolgreichen Kanal. Und ja, macht sein Ding da. Finde ich gut. Geht zum Gewinner. Preisträger. Ja. Ehrenpflaume, by the way. Was hast du zu ihm zu sagen? Hi. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass der Preis an ihn geht, denn der Game Kuss. Boy war auch meine erste Mini-Konsole. Und auf Super Mario, Mario Kart. Ja, es gibt so viele coole Spiele. Und du hast es sehr früh erkannt. Du hast großen Erfolg damit. Wundert mich nicht, du bist in Bayern geboren. Einfach ein Siegertyp. Der Spruch war jetzt schon wild. War der Bezug auf FC Bayern, weil er ist natürlich riesiger FC Bayern-Fan. Ich auch. Ich komme aus dem Münchner Raum. Das wusste er. Und ja, das fand ich so geil. Ja, und heute kriegst du die goldene Kamera für das, was du erreicht hast. Der größte Nintendo Let's Play-Kanal in ganz Europa, meine Damen und Herren. Und der Preisträger in der Kategorie Let's Play ist Domtendo. Nicht schlecht. Großer Applaus, komm auf die Bühne. So. Aber jetzt geht's gleich wieder los mit dem Cringe, Leute. Eieiei. Mikrofon, 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 Mikrofon. Also, Mikrofon kommt gleich.
Vielleicht muss man dazu sagen, das ist eine besondere Auszeichnung, das weißt du. Es ist jetzt für die, die dich noch nicht kennen, kein Zufall, dass der Name Domtendo ist, denn Dominik heißt so richtig. Den Nachnamen verschweigst du mit Absicht? Nein, das ist kein Geheimnis. Nee, ist kein Geheimnis. Ich halte dein Mikrofon. Hallo. Wird aber so gut wie immer falsch geschrieben. In fast allen Artikeln, also es gibt nicht so mega viele über mich, aber also immer wenn ich gucke, wird der Name falsch geschrieben. Es heißt Maya mit AY und nicht mit E. Please. Okay? Danke. Mario. Genau, Kai Pflaume. Kein Thema. Dominik. Nö. Ja, und genau. Den kennt man schon ewig. Also, ist kein Geheimnis. Das habe ich vorhin gut beobachtet. Mikrofon nie aus der Hand geben. Ja, sonst ist mir nicht. Wäre auch schwierig bei der Größe, die ich mittlerweile habe. Du hast ja vielleicht auch schon ein bisschen was erlebt. Ja. Bist du aufgeregt? Das war der einzige Moment, der mich mega abgefuckt hat, so ein bisschen. Also ich fand jetzt die Moderation von Daniele, sorry no front, aber nicht so gut. Kai viel, viel besser, weil er natürlich auch routiniert ist. Das ist sein Hauptberuf, der macht das natürlich automatisch besser. Aber ihr habt es vielleicht gemerkt, so, ja, Mikro ist nicht da. Oder er nimmt mir das dann auch häufiger weg, obwohl ich was sagen möchte. Gerade in dem Moment auch. Ich bin vielleicht schlecht eingestiegen mit dem ja, aber ich wollte mir erst den Satz zurechtlegen und natürlich eine lange Antwort geben. Das war generell mir wichtig, dass ich auch wirklich viel zu sagen habe. Auch später hat man da nochmal so eine Situation gehabt. Aber er nimmt es mir sofort weg und diese komische Frage, so bist du aufgeregt? Hä? Natürlich ist man im Rahmen von so einer Preisverleihung immer ein bisschen aufgeregt. Wer geht denn da hin und sagt dir so, ja, hallo, danke. Das wäre falsch, oder? Dann zeigt es ja einem, dass es einem nichts bedeutet, einem scheißegal ist. Natürlich war das ein großer Moment für mich. Aber erstens stellst du so eine Frage nicht on stage und schon gar nicht nach einer Sekunde, wo der Preisträger gerade etwas sagen möchte. Ich meine, ich kann mir die Frage von Kai ja nicht denken. Ich brauche auch erstmal nur so eine Sekunde, um das zu verarbeiten und mir dann meine Antwort zurechtzulegen. Und eher so direkt dieses Brechen so. Ich weiß nicht, das war absolut unnötig, tut mir leid. Total. Ja. Ich habe gehört, dass du normalerweise mit 4 Jahren können die meisten Leute nicht lesen, nicht schreiben, die meisten Kids. Und irgendwie hat dein Dad dir eine Nintendo-Konsole geschenkt. Was hat deine Mama denn dazu gesagt? Ja, wir haben am Anfang alle zusammengespielt. Später hat dann mein Bruder den Platz eingenommen. Aber das ist ja auch das Schöne an Nintendo. Jeder kann es spielen, egal welche Altersgruppe. Und bis heute noch Spaß dran. Siehste, habe ich sogar noch eine Werbung gemacht hier. Nintendo, schick mal ein Dankeschön hier. Tipps für Leute, die vielleicht noch im Let's Play einsteigen wollen, was man irgendwie machen sollte? Schwierig, aber so Fail-Zusammenschnitte, wie man jetzt auch in meinem Trailer gesehen hat, die kommen sehr, sehr gut an. Okay. Also spielt gerne die etwas anspruchsvolleren Spiele und schneidet nichts raus, wenn ihr versagt. Das ist meistens sehr lustig. Ja. Ja, aber wenn dann halt auch gut zusammenschneiden, ne? Weil wenn du jetzt 10 Minuten am Stück failst, also das ist dann halt auch auf Dauer langweilig. Einzelne Fails mit Kontext zusammenschneiden innerhalb weniger Sekunden und aneinander rein, das ist eigentlich das Beste. Aber ich find's auch gut, dass ich bei der Antwort auch ein Stück weit ehrlich geblieben bin, weil ich ja gleich am Anfang gesagt habe, schwierig. Also der Markt ist komplett übersättigt, Leute. Wenn ihr mit Let's Plays oder Streams oder irgendwas im Gaming-Bereich anfangen wollt, seid euch dessen bewusst, dass ihr in die Höhe schießt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Selbst wenn ihr guten Content macht. Nach 12 Jahren, in denen dieses Let's Playen schon besteht, gibt es einfach schon zu viele Creator und macht euch da keine falschen Hoffnungen. Aber natürlich, fangt auch an, wenn ihr einfach Spaß dran habt und euch ausprobieren wollt. Nur setzt niemals alles auf eine Karte, wie ich es gemacht habe. Ich bin kein gutes Beispiel, aber ich mache das, wie gesagt, auch schon 12 Jahre. Aber geht nicht heute dahin und sagt, ey, ich scheiß auf Schule, ich mache keine Ausbildung, so, ich zock da und stream, ja, wird schon passen. Bitte nicht. Aber ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Gibt es denn einen möglichen Plan B? Weil du hast ja sehr exklusiv auf eine Firma gesetzt. Ja? Und so Exklusivverträge können ein Segen sein, aber man weiß ja nie, was so kommt. Wie geil, dass er genau das jetzt auch aufgreift. Da siehst du halt, dass Kai wirklich ein Profi ist in seinem Job. Und das ist eine sehr gute Frage. Oh, by the way, ich wünschte, es würde einen Exklusivvertrag geben, Kai. Leider nicht. Ich als Super Mario verstehe diese Frage nicht, Kai. Aber du
Ja, sorry. Ich möchte auch antworten. Ja, tatsächlich glaubt man, dass da ein Vertrag sei oder so, aber ist tatsächlich nicht der Fall. Ich spiele Nintendo aus Überzeugung und habe auch schon andere Games gezockt von Sony, Microsoft, PC. Aber ich finde mich halt hauptsächlich immer wieder bei Nintendo wieder, weil die Welten einfach so schön sind. Egal, ob es jetzt Hyrule ist, was du mit Link erkundest, oder die kunterbunten Mario-Welten, die du auch mit Jüngeren gerne spielst. Ist für jeden was dabei. Pokémon, ja, wir wollen alle Pokémon-Meister werden. So, ich merke. Da habe ich versucht, das Publikum abzuholen, so von wegen, wir wollen alle Pokémon-Meister werden. Hat nicht so ganz funktioniert. Also einen Ticken habe ich auch zum Cringe beigetragen. Oder fand ihr den Satz so schwach? Ich habe halt wirklich versucht, so einen Bogen zu ziehen zwischen die Welten, die Nintendo bietet, und Pokémon. Das spielt halt jeder, ne? Ob jung, ob alt. Aber ich habe das Gefühl, so, die wollten mich nur abwürgen, so von wegen, ey, wir müssen weitermachen. Okay, ihr könnt euch schon lange unterhalten. Kai Pflaume hat mir das Mikrofon zurückgegeben. Vielen Dank an dieser Stelle. Aber wir wollen jetzt hier nicht nur labern, denn ich will einen Fight sehen. Fight zu Super Pflaume. Ich habe natürlich was vorbereitet. Die Technik, bitte. Ich habe nämlich ein Spiel mitgebracht. Okay. Mario Kart. Ihr könnt dann ruhig an dieser Stelle klatschen. Die Menschen hier strengen sich sehr an. Applaus für Mario Kart. Und Dominik, genau, mach ein bisschen Platz. Wir spielen jetzt eine Runde Kai Pflaume gegen Dominik, gegen Domtendo. Setzt euch gerne hin. Wenn man letztes Mal. Also irgendwann sollte man meinen Namen auch verstanden haben. Ein besonders guter Spieler sein. Wichtig ist, dass man unterhaltsam ist. Ja, das stimmt. Es gibt auch einige, die können quasi gar nicht zocken. Aber bei denen ist es halt super lustig zuzuschauen, wenn sie am Rumfällen sind. Meine Frau Juli zum Beispiel. No front. Nein, so schlecht ist sie nicht, aber in einigen Genres vielleicht weniger als bei Zelda mit Action-Adventure. Ihr wisst Bescheid. Eher witziger, ja, wenn man schlecht ist. So, jetzt müsst ihr euch erst. Aber hat Kai recht. Guck mal, die goldene Kamera stellen wir hier hin, dass sie immer schön im Bild ist. Ne? Sehr gut, dann schnappt ihr schon mal einen Controller. Und jetzt ist natürlich entscheidend, wer von welchem Charakter ihr nehmt. Ihr habt Mario Kart, ist euch alle im Begriff? Ich bin Luigi. Ist der Luigi, hoffe. Danke. Ups. Wen nimmst du? Erstmal müssen wir ist aufgeregt. Mit dem Controller klarkommen. Hä? Okay, das verstehe ich jetzt mal so gar nicht. Gehen wir nochmal zurück. Hier eindeutig ein Problem mit den Controllern. Er schon wieder mit diesem, bist du aufgeregt? Also, was kann ich denn dafür? Also vorhin habe ich es noch einigermaßen verstanden irgendwo, aber das war jetzt mega unnötig. Wen nimmst du? Erstmal müssen wir. Ist aufgeregt! Mit dem Controller klarkommen. So. Wen nimmst du? Ich nehme Metal Mario. Metal Mario. Ich habe noch versucht, die Situation zu retten. Kann ich ja nichts dafür, wenn die das nicht richtig einstellen können, hallo? Da habe ich's. Okay, jetzt fangt mal an zu joggen, Jungs. Ihr müsst starten. Kai Pflaume gibt Domtendo ein paar Tipps. Beim. Jetzt. Bei Luigi hat's gehakt. Okay, das passt. Luigi, Metal das war Mario. Er. Und jetzt wird's. Nicht ich. Leute, jetzt. So, ich bin bereit. Oh so, mein Gott. Du suchst jetzt auch noch andere Reifen aus? Na klar. Natürlich. Aber gut, ich mach ja schon. Ja, danke. An dieser Stelle. Wir wollen jetzt hier ein bisschen spielen sehen. Stern ist gut. Mach ruhig mal was. Mach mal mit. Umso schwerer, umso lustiger wird's. Umso schwerer. Ein Grand Prix wird gestartet. Es geht los. Bitte einen großen Applaus für die beiden hier. Jetzt wird gezockt. Let's go. Es geht hier natürlich nicht um die Ehre, ne? Wenn Kai Pflaume gewinnt, dann kriegt er den Kanal von Nintendo. Und wenn Domtendo gewinnt, dann moderiert er bald, wer weiß denn sowas, ne? Das ist klar. Sieht man direkt. Okay. Das hab ich das aber so noch nicht gehört. Doch, das ist so. Okay. Wer die goldene Kamera gewinnt, kann auch seinen Kanal Runden wieder jetzt abgeben. Drei. Okay. Gibt drei Runden. Gut. So, heißer Start, Kai Pflaume ist auf. Ich kann es gerade nicht sehen. Superstart ist auf jeden Fall schon mal gut gelungen. Domtendo mit einem Superstart auf Platz 1. Leute. Kai Pflaume, hier ein bisschen Applaus für Kai Pflaume, ist auf Platz 3. Okay. Okay. Hey, was ist hier? So, aber ich würde sagen, ihr zockt hier so ein bisschen weiter und die Technik zieht euch ein bisschen nach vorne. So, warte, hier. Ah, sehr gut. Guck, hast du es gesehen? Wie angestrengt die Leute hier zocken. Ja, so, großer Applaus für die Technik. Die Jungs zocken noch ein bisschen im Hintergrund. Du musst ja bei Mario Kart einiges beachten, Alter. Mann. Feize Superpflaume. Ja, also wie gesagt, kein Hate an irgendjemanden. Aber so gerade das Ende fand ich schon ein bisschen schruff, unfreundlich. So von wegen, jo, mach jetzt mal, wir müssen ja weiter. Kann ich ja nichts dafür, wenn die Controller nicht funktionieren. Dann hat einmal Kai nicht bestätigt. Ah, ja, gut. Also.
War sicherlich nicht böse gemeint, aber ein bisschen mehr Souveränität wäre da vielleicht nicht schlecht gewesen. Nichtsdestotrotz, war ein schöner Abend, war eine schöne Veranstaltung im Großen und Ganzen. Und Cringe gehört halt auch einfach ins deutsche Fernsehen, ja, das geht nicht ohne. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei der Goldenen Kamera für diese Auszeichnung und natürlich viel mehr an euch, die abgestimmt haben. Vielen, vielen lieben Dank und vielleicht sehen wir uns ja bei einem neuen Video in Zukunft wieder. Würde mich freuen. Ciao.